Hallo, liebe App-Gefahren-Nutzer. Wir sind hier in Wonderput, einem iPad-Spiel für die zweite und dritte Generation. Wir sind jetzt nicht etwa irgendwie in der Level-Auswahl im Hauptmenü. Nein, das ist hier der Golfplatz, auf dem wir in Wonderput unterwegs sind. Das Spiel kostet 79 Cent, ist mit 20,5 MB gar nicht mal so groß. Es hat nur diese 18 Level, wie gesagt, aber die grafische Aufmachung ist, wie ihr seht, wirklich fantastisch. Wir sind jetzt hier unten in so einem Wasserlevel unterwegs, wo wir über Seerosen, sind es glaube ich, zum Loch gelangen müssen. Das seht ihr hier unten neben der Fontäne. Ich habe da gerade so meine Schwierigkeiten, weil ich nicht genau weiß, wie ich das dosieren soll, aber jetzt klappt es dann doch. Und ihr werdet sehen, dass man wirklich viel Spaß haben kann, einfach diese ganze Welt im Miniaturformat für sich entdeckt. Wir lochen jetzt mal ein, das ist glaube ich ein Boogie. Bringt natürlich nicht so viele Punkte. So, jetzt werden wir hier hoch katapultiert. Noch so ein Wasserfall-Level. Steuerung ganz einfach. Man zieht einfach den Ball mit seinem Finger auf und schießt ihn ab, um dann hoffentlich das Loch zu treffen. Das gelingt uns jetzt hier auf Anhieb nicht. Aber das ist übrigens auch meine erste Runde in dem Spiel. Also die Mel hatte es vorher getestet, jetzt habe ich es mir nochmal geladen, weil ich es einfach optisch wirklich ansprechend fand und ich wurde nicht enttäuscht. Was ich ein bisschen schade finde, während sich jetzt hier unten eine neue Welt auftut, völlig überraschend, also das Spiel ist voller Überraschung. Was ich etwas schade finde, ist, dass man nicht heranzoomen kann. Also ich hätte gerne nochmal so ein bisschen größer, mit ein bisschen mehr Details vielleicht, dass man auch gerade in so engen, kniffligen Szenen wie jetzt, den Ball besser kontrollieren kann. Das wäre schon hilfreich, aber wie gesagt, auch so grafisch Weltklasse. Ich habe jetzt hier mal wieder so meine Problemchen mit diesem Level, aber ihr werdet sehen, dass ich das auch noch meistern kann. Wenn ich jetzt mal hier drüber komme, so, jetzt die Treppe hoch und ich schätze mal oben da in dieses Loch, wo der Ball natürlich jetzt vorbeirollt. Wie sollte es auch anders sein? Okay, das hätte ich auch in einem regeln können. Ich schieße jetzt mal hoch. Okay, man muss sich schon etwas konzentrieren, um hier dieses Loch zu treffen. Wir machen das jetzt mal mit Schmackes. Ja, da geht's. Und da streckt das Skelett seinen Zug raus. Sehr elegant. Eingelocht. Bogey mal 6. Okay, das war jetzt nicht so der Highscore. Jetzt sind wir unten. Sind das seine Gedärme oder was soll das sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall versuchen wir auch mal da nochmal den Ball zum Loch zu führen. Und das sollte es dann auch für uns gewesen sein, wenn ich es denn mal schaffe. So, jetzt nochmal mit Konzentration. Müsste doch eigentlich kein Problem sein. Na, 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 ja. So, jetzt schauen wir mal, was jetzt passiert. Dann geht es ab nach oben in die, was ist das? Was auch immer. Auf jeden Fall Wonderput von mir eine ganz klare Empfehlung. Und ich würde sagen, wie dieses Level ausgeht, könnt ihr selbst ausprobieren.